Herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. zu einer neuen Folge von Hunting G-Wagon. Okay, ich bin zu fett, ich geb's zu. Ich übersetze das mal, die Jagd nach G-Klassen. Und zwar, heute fahren wir nach Bad Reichenhall. Susi, bist du so nett und gibst... Schauen uns eine super G-Klasse an, einen W463, Baujahr 2017, mit sage und schreibe 79.000 Kilometer gelaufen. Aber es wäre auch mal nicht schlecht, so ein W463A selber zu fahren, ne? Weil die sind doch... Die Olle, ja, dreht durch. Das Ding soll rostfrei sein, das Ding soll aus erster Hand sein, in einem picobellen Zustand, Scheckheft gepflegt sein. Und da fahren wir heute hin. Und es gibt noch eine zweite Variante. Weiß noch nicht, ob wir da hinfahren. Das ist dann ein Stück weiter nach Hallein. Da steht ein G500. Der ist ja richtig smaragdgrün hier. Der wirkt auf den Bildern schön schwarz. Aus dem Jahre 2019, also schon das neue Modell. W463A. Und den will ich mir auch anschauen. Und wenn es klappt, kaufe ich einen von den beiden oder ich kaufe beide, je nachdem, weil ihr wisst ja, Susi, schau mal hierher, wir haben ja die ganzen Bodykits bekommen. Das heißt, ich brauche wieder ein Fahrzeug, an dem ich das wunderschön anbauen kann. Von daher müssen wir jetzt auf die Suche gehen und eine G-Klasse kaufen. Und ihr seid heute mit dabei. Jetzt suchen wir noch unser Zeug zusammen. Ich werde mitnehmen ein Endoskop, falls mir irgendwas Spanisch vorkommt, damit ich mit dem Endoskop irgendwo, wo es sein muss, reinleuchten kann. Ich werde ein Lackmessgerät mitnehmen und mein Auslesegerät. Und Susi, bist du dabei? Ja. Dann werden wir das jetzt richten. Das wäre schon mal das Lackmessgerät. Das nehmen wir mit. Also heute nehmen wir nicht unser HZ-Endoskop mit, sondern wir nehmen heute mal das hier mit. Das will ich einfach mal testen, weil das hat mir eigentlich von unserem Videotest, also da findet ihr ein Video, so 10 Videos zurück, findet ihr einen Vergleich zwischen dem HZ-Endoskop und diesem RALCAM-Endoskop. Und es ist so, dass ich mich entschieden habe, eben heute mal dieses RALCAM mitzunehmen, weil mit dieser fetten Sonde und dem super Licht, hier haben wir auch, muss ich die Kappe dann runterkriegen, hier haben wir eine etwas größere Sonde, somit auch ein besseres Licht und kann das hier auch ganz gemütlich verstellen, dass man also hier eine bewegliche Front hat von der Sonde. So, ich mache das jetzt wieder zu. Und ich nehme mein Auslesegerät mit, da schauen wir mal. Aufgeladen. Ja. Hoffe, nee, ist nicht aufgeladen. Aber für das bisschen wird es reichen. So, schauen wir mal, ob der Akku noch ausreichend ist. Ja, ein bisschen grün haben wir noch. Also schalten wir es wieder aus. Das reicht für das, was wir vorhaben. Gerät wird ausgeschaltet. Das ist ganz gut für mobile Einsätze. Das ist das Hella Goodman Solutions Gerät und das Ganze nennt sich Megamax 56. Also ich bin mit dem Gerät hier sehr zufrieden. Das ist eine sehr gute Lösung für alle Fahrzeuge übrigens. Also würde ich sagen, fahren wir los. Bist du dabei? Ja. Komm Susi, kommst du nicht mit? Doch. Dann komm rein, los, los geht's. Geiles Outfit hast du heute wieder, Susi. Siehst aus wie die Frau Holle von Witwerpolde, du. Wahnsinn, ne? Die hat wieder ein geiles Outfit, die Kollegin, die. Ja. Habe ich gedacht, die kann ich nicht an Steuer lassen, da fahre ich heute mal. Jetzt ist auch noch ein guter Moment, eine kleine Danksagung und ein paar liebe Grüße in die Community, und zwar an den lieben Peter und den Helmut. Die haben ja die S-Klasse, den S55 aus Amerika bei uns gekauft und da blende ich jetzt mal ein kurzes Video ein. Hallo, lieber Dirk, das bin ich und mein Vater und wir sagen vielen Dank zu diesem wunderschönen S55 und ich wünsche dir noch alles Gute und viel Gesundheit. Dirk, servus, sag mal du, ich bin der Helmut. Ist das nicht nett?
Ich finde das super. Sowas freut doch ein Autohändler immer wieder, wenn man so ein schönes Video von der Kundschaft bekommt und auch noch die Erlaubnis hat, es hier auf YouTube veröffentlichen zu dürfen. Besser kann es ja nicht sein. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem S55. Und übrigens, viele liebe Grüße an den Seferdin hier aus der Community. Vielen Dank für deine Links immer zu den tollen G-Klassen. Finde es toll, dass du hier mitarbeitest und freut uns immer, wenn wir von dir hier irgendwelche Vorschläge bekommen bezüglich G-Klassen. Und ich sehe, du interessierst dich auch dafür. Hier blende ich mal ein Bild von dir ein und vielen, vielen Dank. Bleib weiter dran. Ach ja, und was ich auch noch fragen wollte, sollte euch meine Abnehmgeschichte interessieren, dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, weil ich werde ganz spezielle Gerichte kochen, die kann ich ja immer so zwischendrin mal so, ja, hier 10 Sekunden mit einblenden, was ich da so koche, beziehungsweise was meine Gewichtsreduzierung anbelangt und warum, weshalb, wieso, vielleicht kann ich ja da in jedem Video irgendwie ein, zwei Worte drüber verlieren. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob euch das interessiert, weil ich muss wirklich abspecken. Und die Leute, wo mich so richtig schön in den Kommentaren beleidigt haben, vielen Dank dafür, ihr habt mich dazu motiviert, ihr habt recht. Und dann möchte ich noch kurz was anmerken. Es sind doch einige Kommentare nicht ganz jugendfrei bezüglich meiner Körpergröße bzw. meines Gewichtes. Und okay, ich bin zu fett, ich gebe es zu und habe beschlossen, ich nehme jetzt ab. Ich werde jetzt meine Ernährung umstellen, ich zwinge mich da ein bisschen dazu und ich blende euch jetzt hier auch noch was Kleines ein, bis wir in Bad Reichenhall sind und dann habt ihr hier noch was Leckeres, was ich mir so morgens zubereite. Hallo meine Lieben, ich habe beschlossen abzunehmen. Ich habe so viel von der Community gehört, dass ich etwas übergewichtig bin. Ich weiß es auch selber, von daher gar kein Problem. Ich fange heute an, Tag 1 und ich werde euch jeden Tag jetzt berichten, wie ich hier mir was zubereite und somit meinen Blutzucker nicht zu hoch fahre, somit auch meine Insulinausschüttung dezent halte, damit letztendlich Ketone von meiner Leber produziert werden können, um mein Bauchfett zu verbrennen. Ich drehe jetzt mal die Kamera um und zeige euch mal, was ich hier heute mir als erstes brutzel. Hier habe ich mir 3 grüne Spargel klein geschnitten, eine Zwiebel, eine halbe Paprika und 2 Scheiben Käse. Die tue ich jetzt hier dazu, dass die schön vergehen. Und genau, gewürzt mit Olivenöl. Und zwar einmal hier mit ein bisschen Chili drin und normalem Olivenöl. Ich werde also auch kein anderes Öl benutzen wie permanent Olivenöl. Bisschen Meersalz und Pfeffer. Und dann habe ich mir hier 3 Eier geschlagen. Und die werde ich jetzt dann da reingeben. Das wird mein Omelette und das war's dann mal für mein Frühstück. Und so sieht jetzt das fertige Omelette aus. Das werde ich mir jetzt reinziehen und das ist eigentlich von der Ernährungsgeschichte genauso wie es sein soll. Kein Zucker und ja, jetzt haue ich mir das erstmal rein. Ja, ich hoffe, dieses Omelette hat euch ein bisschen Appetit gemacht. Mir hat es natürlich sehr gut geschmeckt. Um auch nochmal drauf zurückzukommen, in einem meiner letzten Videos haben wir ja dieses Ihr fragt, ich antworte Spiel gehabt. Und da war unter anderem auch eben meine Nierenkrankheit. Ich habe ja vor circa 9 Jahren eine Niere rausoperiert bekommen. Und seitdem leide ich auch an Insulinresistenz. Das heißt, ich muss höllisch aufpassen, ich muss mich jetzt auch richtig ernähren und ihr habt auch vollkommen recht, ich darf nicht mehr fetter werden. Also vielen Dank für die bösen Kommentare und ihr habt mich dazu angestupst, eben ein bisschen abzuspecken und ja, vielen, vielen Dank hierfür. So, wir haben es jetzt nicht mehr weit, wir sind fast da, wir sind schon in Salzburg. Ist zwar ein bisschen diesig, aber ihr seht hier vorne noch die richtig schönen verschneiten Alpen. Das hat Salzburg schon als Flair hier.
Also ich bin angekommen, hier steht jetzt die G-Klasse und die werde ich mir jetzt mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Und dann seht ihr mal, worauf ich überall achte, damit bei dieser G-Klasse nichts schief läuft, bevor ich das Ding ankaufe. Also als allererstes schaue ich mir mal die Scharniere an. Die Scharniere sind immer ganz, ganz wichtig. Da gehe ich immer rundherum. Auch hier die Motorhaubenscharniere. Dann ist immer ganz wichtig, diese Aluleiste hier oben, die ist immer sehr, ja, durch die Luft zerfressen, durchs Wasser zerfressen. Dann hat er hier vorne einen Steinschlagschutz drauf. Das hat mal jemand foliert. Ihr seht die Kante hier. Die Scheinwerfer sind in Ordnung, haben keine Steinschläge. Das ist ganz wichtig. Hier ist auch so. Dann hat er hier vorne schon die AMG-Stoßstange verbaut. Das ist auch nicht schlecht. Und die breiten Kotflügel. Dann schauen wir uns hier mal die Scharniere an. Einmal hier, einmal hier. Einmal hier, also ist nicht jetzt verrottet. Was dann ganz wichtig ist, ist hier unten die Aufnahme vom Stoßfänger, dass die nicht durchgebrochen ist. Das sieht man jetzt schlecht. Ich gehe mal hier hin. Das sieht auch ganz gut aus. Dann ist ganz wichtig, hier beim Tankdeckel mal reinzuschauen. Der ist jetzt abgeschlossen. Ich gehe mal hin. Da ist auch nichts durchgerostet. Das ist nämlich auch immer ganz wild hier drin. Und dann geht es auch immer hier um die Ecken. Die Ecken sehen sauber aus. Das sieht sauber aus. Hier oben, das ist meistens schön korrigiert. Das ist sauber. Hier, das ist auch ordentlich. Hier ist auch ordentlich. Die Scharniere, das sieht man wieder. So, das wäre jetzt mal der erste Look von außen gewesen. Sieht ganz gut aus. Bei den Scheiben müsst ihr immer schauen. Das ist ganz wichtig. Und auch oft sind die Falzen hier angerostet. Aber das sieht auch gut aus. So, dann würde ich sagen, schauen wir erstmal ins Auto rein. So, der ist innen drin schön schwarz, ohne diese Sitzsteuerungen für die Lordiosen-Geschichte. Hier haben wir einen Kilometerstand von 75.000, schönes Display, alles schön in Ordnung, nichts verkratzt, das Leder ist in Ordnung, auch die Türverkleidungen sind in Ordnung, der Himmel oben sieht sauber aus. Und was ganz wichtig ist, ihr müsst gucken an der Fahrgestellnummer, dass hier eben eine deutsche Fahrgestellnummer drauf ist und keine arabischen Hieroglyphen. Das ist ganz wichtig. Er hat auf jeden Fall das Sportpaket verbaut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sieht man eben an der Frontstoßstange, an diesen Edelstahlpedalen. Das sieht man hier auch an den Mercedes-Einstiegsblenden. Hier unten das Trittbrett-Kit ist verbaut. Dann schauen wir mal hinten rein. Hier haben wir natürlich die Sitzheizung hinten auch. Die Polsterung hinten ist auch noch in Ordnung. Der sieht eigentlich wirklich sehr gut aus. Das ist eigentlich immer angerostet, die Schräubchen hier. Die wechsle ich immer ganz gerne aus, damit es ganz ordentlich aussieht. Dann machen wir mal hinten auf. Anhängerkupplung ist verbaut. Das Ding hat übrigens 3,5 Tonnen Anhängelast. So, Schiebedach hat er ja keins verbaut, weil da wäre dann hier hinter diesem Plastik wäre die Schiebedach-Elektronik und da kann man dann immer prüfen. Hier die Rücksitze sehen auch ordentlich aus. Sieht wirklich sehr schön gepflegt aus, muss man sagen. Da kann man wirklich gar nichts sagen. Hier, das ist dann immer auch ganz wichtig zu prüfen, dass das an den Scheiben hier passt, weil oft hängen diese Anschlüsse runter, sind irgendwie durchs Packen oder durch irgendwelche Gegenstände, die man hinten transportiert, reißt man das gern weg. Das ist immer ganz wichtig. Auch ist immer wichtig zu schauen, dass das mit dem Sicherheitsgurt da oben passt. Die sind auch oft rausgerissen. Hoppala, hoppala. Und jetzt gehe ich mal unter das Auto.
Und da ist immer ganz wichtig, da schaue ich immer drunter, dass der Partikelfilter hier verbaut ist, weil oft ist der draußen und der kostet ein Heidengeld. Und auch genauso hier die AdBlue-Einspritzung, dass die ordentlich installiert ist, das ist ganz wichtig. Von unten schaut er eigentlich auch ordentlich aus. Kann man nichts sagen. Nichts verrottet. Tropft nicht, der steht schon eine Weile da. Immer in den Boden gucken, ob irgendwas tropft. Ihr seht, der ist sauber. Susi, bist du so nett und gibst du mir das Lackmessgerät? Das Lackmessgerät. So, jetzt geht's los. Jetzt werden wir den Lack messen. Dann haben wir hier mal 112, das ist original. Hier haben wir 125, sind wir auch original. 230, die Tür ist nachlackiert. Also hier hat er einen Schaden gehabt, 211, 240, also die Tür ist definitiv nachlackiert. Das ist nicht gut, die haben zu mir gesagt gehabt, das Ding ist unfallfrei oder nachlackierungsfrei. Jetzt schauen wir mal bei, oh, Kotflügel, auch nachlackiert, also der hat einen Unfall gehabt, scheiße. Der ist nachlackiert. Der ist nachlackiert. Scheiße, ich wollte einen unfallfreien. Auch nachlackiert. Auch nachlackiert. Kacke. Kacke. Hier ist er auch nachlackiert. Leute, der ist schon nachlackiert an der Scheibe. Jetzt schauen wir mal beim Dach. Der ist auch nachlackiert am Dach. Der ist komplett lackiert, Leute. Und von wegen unfallfrei, nachlackierungsfrei. Hier vorne ist er nachlackiert. Wahnsinn. Dann schauen wir noch mal hier auf der Haube. Ist auch nachlackiert. Eieieiei. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Jetzt schauen wir hier auf der Seite. Hier ist er auch nachlackiert. Auch komplett nachlackiert. Eieiei. Hier auch. Hier ist wieder original. Dann messen wir mal hier noch die Tür. Ist auch original. Ist auch original. Und das ist auch original. Also, dann schauen wir uns noch die Felgen an. Die sehen sehr gut aus. Auch die Profiltiefe. Hier ist auch ein Dunlop, ein Premium-Reifen verbaut. Das heißt, der Vorbesitzer hat hier kein Geld gespart, sondern auch hier, das sieht gut aus. Jetzt ist so, die Lackdicke hier, die kommt davon, dadurch, dass das foliert ist. Also hier ist tatsächlich foliert worden. Das ist foliert und deswegen zeigt er so eine Lackdicke an. Das ist eigentlich ganz clever gemacht. Das seht ihr hier nochmal an der Kante. Die Kotflügel sind auch foliert. Also ich nehme alles zurück. Der ist unfallfrei. Auch hier der Stoßfänger ist foliert. Hier ist alles foliert. Steinschlagschutz. Das ist foliert. Das ist gut gemacht. Auch hier ist gut foliert. Und jetzt ist es auch, das ist auch, das ist klar, dass das hier, ich habe gerade festgestellt, dass der foliert vorne ist und deswegen die Lackdichte ja, etwas ein bisschen mehr an, genau. So, aber hier hat er ein bisschen Einschränkungen. Ich dachte, das Dach ist auch nachlackiert, aber hier ist auch ein Teil foliert. Ja, ich habe das gesehen, sehr gut, sogar sehr gut, gefällt mir sehr gut. Und das Stück hier ist auch foliert sogar. Ja. Der hat das direkt von Anfang an gemacht. Ja. Okay, dann lesen wir mal aus. So, und zwar meinen Dongel habe ich hier unten schön in die CAN-Bus-Buchse gesteckt. Dann bin ich hier mit meinem Auslesegerät. Und jetzt muss ich erstmal die Zündung einschalten. So, dann gehen wir hier auf die G-Klasse W463. Und dann gehen wir da mal rein. Kennzeichen brauchen wir jetzt noch nicht. Da gebe ich irgendwas ein. Okay. Kilometerstand haben wir gehabt. 75.000.
gibt man auch ein, sagen okay, dann sagen wir Diagnose, Fehlercodes, Gesamtabfrage. Jetzt mache ich die Zündung an. Ihr seht, die Zündung ist an und dann geht's los. Gesamtabfrage. Hoppla. Und los geht's. Ja, da bin ich mal gespannt. Ein Fehler in der Motorelektronik zeigt das schon mal an. Natürlich ist es auch immer so, dadurch, dass ich auslese, erspare ich mir das ganze Rückfahrkamera, Parksensoren prüfen und die ganzen Abgassensoren, ob die verbaut sind und so weiter. Also mit dem Auslesen kann man sich sehr, sehr viel Überprüfungsarbeit sparen. Und ihr seht, der liest auch schön brav das Getriebe aus. Von der Klimaanlage bis über das Airbag-System, alle Türschlösser und. Und es ist eben ganz wichtig, dass man bei einem Autokauf wirklich das Fahrzeug ausliest. Und wenn ihr da keine Möglichkeiten dazu habt, macht einen Ankaufstest. Geht irgendwo in eine Werkstatt, wo man dieses Fahrzeug, dieses Markenfahrzeug mit dem richtigen Gerät auslesen kann. Also hier zeigt er mir jetzt einen Fehler an. Den schauen wir uns mal an. So, und das ist im Prinzip nur der Kraftstofffüllstand. Also das ist eine Lappalie. Von daher alles cool. Und normalerweise sollte ich jetzt alle Fehler löschen. Das heißt, ich gehe nochmal in die Diagnose rein, gehe nochmal in die Fehlercodes, in die Motorgeschichte, gehe nochmal da rein, lese das nochmal schnell aus, der hat es gleich. Und den Fehler lösche ich jetzt. Sowieso gut, dass man mal das Motorsteuergerät komplett löscht, weil ich will dann nachher noch eine Probefahrt machen. Sollte ich ihn wirklich kaufen, will ich eine Probefahrt machen und dann schaue ich nach der Probefahrt nochmal mit dem Auslesen, ob ein Fehler kommt. So, Susi macht jetzt mal die Motorhaube auf. Mal gucken, ob du das hinkriegst. Ja, schön nach oben, genau. Und da haben wir unser Herzstück und jetzt nimmst du mal das Ganze. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier alles drin haben. Der sieht wunderbar trocken aus. Das ist gut. Das ist auch gut. So, wir haben hier auch einen letzten Servicebericht von Mercedes-Benz. Und zwar, der letzte Service war 21. Hier hängt auch noch ein Servicezettel. Aber das werden wir hochnehmen müssen. So, das reißen wir mal kurz raus hier. Das muss hier raus. So, das müssen wir mal kurz rumlegen. Da kommen wir mal nicht drum rum. Und dann schauen wir hier rein. Okay, hast du das? Okay. So, jetzt werden wir das Ganze mal endoskopieren. Das heißt, ich schalte mein Endoskop an. Der ist noch ein bisschen schwarz. Die Kappe muss runter. Die Kappe stecke ich hier rein. So, ihr seht, das ist jetzt an. Und ich gehe dann hier hinten beim, du hast das Ding, gehe ich beim Turbo runter. Hier, und da schaue ich dann unten rein, ob der, so, ich kann auch hier die Spitze bewegen. So, und da sehe ich, da seht ihr, dass wir hier schön trocken sind. Das ist schon mal ganz gut hier beim Turbo. Dann gehen wir hier vorne rein, da kommt man gut rein. Da kann man auch runter schauen. Und ihr seht, wir schauen noch hier unten rein. Weil oft sind die Vakuumpumpe hier vorne, Vakuumpumpe, Drosselklappe, kannst du mal hierher zeigen. Vakuumpumpe, Drosselklappe, das ist immer ganz wichtig. Und jetzt gehen wir hier hinten noch mal runter, schauen uns das noch mal an. Da kommen wir runter. Weil da ist der Drallklappensteller. So, also ich habe es schon schlimmer gesehen. Und es ist auch ganz schlecht, immer dieses V hier runter zu kommen.
Jetzt schauen wir mal, wie weit wir da sind, wie weit wir da sind. Aber so sieht er ganz gut aus. Und auch die Krümmer. Ich schaue mir immer gern noch die Abgaskrümmer an. Da sieht es auch recht gut aus. Da hinten geht es aus dem Turbo raus. Das sieht auch recht gut aus. Ist es eigentlich wirklich in Ordnung, das Fahrzeug? Kann man nichts sagen. Ich schalte wieder aus. Ja, Leute, was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Kann man so ein Auto kaufen oder nicht? Ich finde, es ist in einem super Zustand. Hier mit diesem Folierten gefällt mir auch sehr gut. Rost hat er eigentlich nicht wirklich. Und ja, ich mache mal die Klappe zu. Springt einwandfrei an, kein Rasseln von der Steuerkette. Das Fahrzeug war auch kalt, das ist gut. Und jetzt schalten wir mal kurz die Gänge durch. Einmal hier, also hier, Wegrollgefahr. Dann schalten wir auch hier an, um die Rückfahrkamera kurz zu überprüfen. Da machen wir aus. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang, Rückfahrkamera funktioniert gut. Hier, er schaltet die Gänge auch sauber durch, ohne dass man was hört. Das ist auch sehr schön. Und hätte er einen Fehler in der Klimaanlage gehabt, hätte er mir das angezeigt. Oder auch einen Fehler hier in diesen bestimmten Differentialsperren hätte er mir auch angezeigt, war aber nichts. So, Sitzheizung funktioniert wunderbar. Standheizung hat er auch. So. Ja, soweit mal so gut. Dann gehen wir hier wieder auf Parken und schalten hier auch wieder aus. Das macht alles einen guten Eindruck. Also hier nochmal die Bestätigung. Fahrzeug kommt aus erster Hand. Hier die Fahrgestellnummer, hier die Erstzulassung 2017 und dass es eben ein deutsches Fahrzeug ist und auch die Euro 6. Hier haben wir noch ein schmuckes Stückchen. Das ist ein G63 AMG, nagelneu. Und der steht hier einfach mal so rum und wartet auf seinen neuen Besitzer. Der Herr hat mir den jetzt gerade aufgeschlossen. Ich filme jetzt auch mal rein. Wunderschön, diese beige Innenausstattung, hat auch das Performance-Paket schon. Hier seht ihr die schöne Sportauspuffanlage, kann man dazu steuern. Drüben alles volle Hütte. Richtig nice. Hier hinten auch gut mit Front Entertainment System. Schiebedach. Also ich gehe davon aus, einfach mal volle Hütte bestellt wahrscheinlich, ne? Ja, das sieht man auch. So, einen kurzen Blick von vorne. Genau. Wie heißt du, wenn ich fragen darf? Furat. Murat? Na, Furat. Furat? Genau. Achso, okay, ich bin der Dirk. Na, wirklich toll, dass es noch solche ja, klar, Kollegen gibt. Ja, man muss ordentlich arbeiten. Na, das sind Leistungsnachweise. Ich brauche jetzt nur das Serviceheft. Da muss irgendwo ein Serviceheft sein. Weil die G-Klasse ist immer mit Serviceheft. Das ist. Ja, genau, das braucht man. So, der letzte bei 64.000 im Jahre 21. Dann davor 20. Und ist die Rostgarantie ist nicht angekreuzt. Das ist schlecht. Warum? 54, aber da muss man noch zu Mercedes fahren. Guck mal, das ist jetzt zum Beispiel ganz wichtig. Siehst du das? Hier drüben ist die Rostgarantie ja eingehalten und da hat es Mercedes nicht angekreuzt. Und du bist 8 Jahre in der Rostgarantie drin. Das heißt,
2017, dann hat er mindestens bis 25 Ross Garantie. Und wenn das nicht angekreuzt ist, dann musst du sofort zum Mercedes fahren und sagen, Leute, warum habt ihr das nicht angekreuzt? Wo war der denn? Ja, das auch, genau, das war beim gleichen im Prinzip. Also das ist jetzt nicht so schlimm, die werden das mit Sicherheit nachtragen. Ja. Du selber darfst es aber nicht, weil du musst es mit dem im System abgleichen. Ne? So, jetzt gehen wir mal noch einen Schritt zurück. Das heißt, er ist immer 2019, 2018, der ist brav, also genau, und 2017 war die Erstzulassung, das passt, dann ist er 2018 das erste Mal serviciert worden bei 13.000. Na, das Serviceheft ist super, aber du siehst, hier ist überall angekreuzt und das ist natürlich Kacke, weil wenn du jetzt, sag ich mal, die könnten dir theoretisch dumm kommen und sagen, ja, Mercedes hat aus irgendeinem Grund das nicht angekreuzt. Jetzt kann es sein, weil die festgestellt haben, das ist foliert oder irgendwas, da ist irgendwas abgeändert worden. Und dann rosten, und dann, weil die Dinger rosten ja normalerweise wie der Teufel. Ne? Okay, also Serviceheft ist trotzdem super. Das müsste man halt dann noch bei Mercedes nachtragen lassen. Ja, Leute, ihr habt gesehen, das war ein super Händler. Ich mag den. Das Fahrzeug ist super in Ordnung. Und nur die Folie hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, da dachte ich, der ist nachlackiert, also ich nehme hier alles zurück. Fahrzeug ist tatsächlich unfallfrei und ich fahre jetzt trotzdem noch nach Hallein, schaue mir die andere G-Klasse an und wahrscheinlich nehme ich dann auf dem Rückweg dieses Fahrzeug hier mit. Er hat man jetzt 2-3 Stunden reserviert, trotzdem will ich erst noch nach Hallein fahren und da seid ihr auch mit dabei. Also ich habe jetzt noch extra angerufen, da in Kuchl bei Mercedes Händler. Das Fahrzeug ist noch da, also nicht, dass ich da umsonst hinfahre. Und da fahren wir jetzt hin und schauen uns noch den G500 an. Das ist ein W463A, also das neue Modell. Und der ist meiner Meinung nach recht günstig. Für das, dass das österreichischer Markt ist, schon inklusive der Nova. Und hat ein 7-Jahres Garantiepaket noch mit drin. Ist ein Ende 2018er, also einer der ersten, die vom Band gelaufen. Einer der ersten, der vom Band gelaufen ist. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Also ich bin jetzt bei Mercedes in Kuchl. Hier steht der G500 W463A. Und schauen wir mal durch. Gehen wir erstmal außen rum. Der ist ja richtig smaragdgrün hier. Der wirkt auf den Bildern schön schwarz. Und ich bin ehrlich, ich habe mal die Farbe, weil wenn man jetzt hier so von der Seite drauf schaut, dann sieht er aus, als wäre er schwarz. Das ist dann, wenn das Licht wirklich aktiv drauf scheint, gell? Ja, genau. So. Der sieht soweit gut aus, da brauche ich nicht großartig anfangen, nach Rost zu suchen. Aber was wir machen werden, wir werden mal den Lack durchmessen. Das heißt, wir schauen mal da drauf. Hier hinten ist er original. Hier ist er auch original. Die Tür ist auch original. Der ist ja wirklich smaragdgrün. Hier ist er auch noch original. Schauen wir mal bei der Motorhaube. Da ist er auch original. Schauen wir hier beim Rahmen. Da ist er auch original. Und dann schauen wir noch am Dach. Da ist er auch original. Das Fahrzeug hat dieses 7 Jahre Wertpaket. Ist aber Ende 2018, ne? Genau. Und hat die Performance-Lichter drin. Mhm. Das ist ganz wichtig. Okay. Ja, dann schaue ich mal innen rein. Genau, danke schön. Beide Schlüssel vorhanden? Ja, haben wir beide da. Okay, was für einen preislichen Spielraum haben Sie denn noch? Haben Sie überhaupt einen preislichen Spielraum? Richtig viel ist jetzt. Aha. So, jetzt schauen wir mal hier, was wir da alles Schönes haben. Der ist eigentlich innen drin recht gut ausgestattet. Okay, hat Spurhalteassistent. Hat das Burmester Soundsystem drin, hat von der Sitzbelüftung bis Sitzmemory alles drin, das ist gut. Abstandstempomat,
Hat sogar ein Schiebedach. Jetzt schauen wir mal weiter. Hier hinten haben wir auch Sitzheizung drin, das ist gut. Das passt soweit. Die Scharniere sind auch in Ordnung, aber ihr seht, das ist noch gar nicht so alt, das Auto, und fängt schon hier an, gell? Das ist krass. Aber dafür hat man ja Garantie. So, hier haben wir auch alles ordentlich und sauber. Ja, das sieht auch ordentlich aus. Sehr gut. Hier die Scharniere sind ordentlich. Hier fängt er schon an. Schaut mal her, das ist unglaublich hier. Das Ding ist 2018 und fängt da schon an zu rotten. Das ist ja zum Kotzen. Und hier vorne genau das Gleiche. Hier drüben fängt er schon an. Irre. Wie sieht's hier aus? Warum haben die eigentlich diese Böcke, diese W463 nicht von vornherein voll verzinkt? Das verstehe ich nicht, dass sie nicht beim Alten gelernt haben, dass das solche Rostlauben waren. So, jetzt fülle ich mal noch hier rein. Hier haben wir den schönen 500er Motor. Und der Verkäufer hier von Mercedes ist so lieb und startet den mal für mich. Dann mal los, bitte. Okay. Hört sich sauber an. Ja, da fange ich auch jetzt nicht an zu endoskopieren. Das sieht alles super aus. Der hat halt ja, ein paar, also nicht wirklich gepflegt, aber auch nicht wirklich dreckig. Also es geht. Service hat er alle, denke ich. Ich drehe wieder um. Ja, okay, vielen Dank. So, das war die Kaltstartphase. Das hat er auch gut abgeschlossen. Okidoki. Also, ich habe jetzt hier mein Gebot abgegeben bei dem netten Verkäufer. Und der muss jetzt aber mit dem Kunde Rücksprache halten, ob das soweit in Ordnung geht. Und dann weiß ich mehr und genaueres. Ja, das ist natürlich immer kacke, wenn das hier ein Kundenfahrzeug ist. Aber für mich ist gut, die Mehrwertsteuer ist ausweisbar. Es ist ein österreichisches Fahrzeug, das heißt, die Nova ist hier schon drin. Und ich habe dem jetzt einfach mal mein Gebot gegeben. Der muss jetzt natürlich Rücksprache halten mit dem Verkäufer und mal schauen. Aber wie gesagt, den Preis, den ich ihm genannt habe, da wäre es dann wahrscheinlich möglich, das Fahrzeug mit ein bisschen Gewinn zu verkaufen. Aber es wäre auch mal nicht schlecht, so ein W463A selber zu fahren, ne? Weil die weißt sind doch... ja, die Olle, ja, dreht durch. Alles klar. Also, jetzt werde ich noch kurz in mich gehen, ob ich den G350 kaufe, dort in Bad Reichenhall. Und ja, dann schauen wir mal. Ansonsten war es das somit mit dem Video und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug mit uns wieder mal Hunting G-Wagon gefallen. Ne? Genau. Also, tschüss, Baba, und wenn wir den gekauft haben, dann erfahrt ihr das beim nächsten Donnerstags-Update oder beim nächsten Wort zum Sonntag oder was auch immer. Und die C63 AMGs, die müssten jetzt auch schon in Bremerhaven ausgeladen sein. Da warten wir jetzt auf die Zollnachricht, dass wir das bezahlen können und dann halt so schnell wie möglich die Abholscheine kriegen. Tschüss, Papa. Und weil es so schön ist, kriegt der Panamera hier noch schöne 100 Oktan für 1,83 Euro der Liter. Schöne 100 Oktan, unser Freund. Da-di-da-da-da-da-da-da-da-da.